Beeil dich, Cloud. Na dann, lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Es gießt wie aus Kübeln. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Gar nicht. So leicht. Kinder. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makoreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Oh! Ungeheuer versperren den Weg! Los! Sephiroth war eine Klasse für sich. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit
fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Und wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal! Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja, dazu komme ich noch. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Xander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte... Bis zum Abend bist du freigestellt. Mhm. Sehr beschäftigt. Echt dufte, dass du gekommen bist. Das hier. Hallo, Herr Soldat. Wie wär's mit deinem leckeren Hotten? Beste Nibelheimer Küche. Na sowas. Cloud, du hier? Hättest ja ruhig mal Bescheid sagen können, dass du vorbeikommst. Bis an die Zehen? Und wenn es noch irgendwo zwickt, dann... Jetzt wird hier bald endlich... Mein Zuhause. Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun. Na und? Mich interessiert's trotzdem. Mich auch. Ja, erzähl ruhig ein bisschen.
Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter war also niemand zu Hause. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Und es sollte das letzte Mal sein, dass ich es tat. Hm? Schon unterwegs? Nicht wahr? Cloud, du hier? Hallo, Mama. Ach, wie schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Ihr habt ja schicke Uniformen bei Soldat. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich will doch schwer hoffen, du isst auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst. Ich werde immer, immer... Das reicht jetzt aber. Dem Wasserturm. Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Shinras Soldaten, hm? Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise umher quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Lassen Sie das. Wär doch auch mein Schüler. Hm? Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen? Exakt. 128. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Ist halt lang her.
Bin sehr gespannt, wie ihr euch in den Bergen schlagen werdet. Ach, du bist wieder da. Sephiroth ist auch schon zurück. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber wenn ich jetzt so daran zurückdenke, verhielt sich Sephiroth irgendwie komisch, seit wir Nibelheim erreicht hatten. Oh? Ist draußen was? Diese Landschaft. Hä? Sie kommt mir so bekannt vor. Sephiroth. Morgen ist ein großer Tag und es geht früh los. Also ruh dich gut aus. Klar, mach ich. Nacht. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. War nervös, aber auch gespannt. Ehrlich gesagt, ich auch. Wieso das? Tifa hat uns ganz schön überrascht. Etwa den Unfall schon vergessen? Das ist doch schon lange her. Ich denke, sie ist jetzt alt genug dafür. Wir warten noch auf jemanden. Jawohl! Hey, hey! Sephiroth, bitte! Ich sollte die Führung übernehmen. Sie ist noch nicht... Papa! Tifa, überleg's dir. Noch ist Zeit. Davon will ich nichts mehr hören. Was soll in Begleitung von zwei Soldaten schon passieren? Tifa! Guten Morgen! Ich freue mich wirklich sehr. Tifa! Führst du uns etwa? So sieht's aus. Schließlich kenne ich mich hier am besten aus. Kannst jeden im Dorf fragen. Viel zu gefährlich. Was soll schon passieren, wenn du sie beschützt? Hä? Los jetzt. Oh. Sephiroth, ein Foto bitte. Wir brechen auf. Tifa. Ach bitte, nur ein Foto. Ist doch schnell geschehen. Tu mir schon den Gefallen. Da vorne? Danke. Bitte lächeln! Das klingt ja regelrecht spaßig. Eins noch! Das war es auch. Sorry. Zu Beginn. Der Reaktor steht mitten im Nibelgebirge. Die Luft war genauso kalt, wie ich sie von früher in Erinnerung hatte. Berühmt geworden, weil man hier den ersten Marco-Reaktor überhaupt gebaut hat. Ich habe schon viele Reaktoren inspiziert, aber dieser hier ist zweifellos am schönsten gelegen. Die Landschaft ist beeindruckend. Glaub mir, man gewöhnt sich dran. Ihr bei Soldat habt's echt gut. Seid immer auf Reisen. Reisen, hm? Klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Viel zu sehen kriegen wir trotzdem. Beneidenswert.
überhaupt kein Problem. Aber geh nicht so weit vor. Ich dachte, wir haben es eilig. Schon, aber du brauchst dich nicht so zu verausgaben. Davon bin ich weit entfernt. Trainier schließlich fleißig. Was du nicht sagst. Haben wir ein Glück. Zeit tauchen die auch in der Nähe des Dorfes auf. Was jetzt? Das erledige ich. Bitte, nur zu. Geht klar. Das wird so nichts. Jetzt oder nie! Nimm das! Wahnsinn! Ach was. Mit den Ungeheuern hier wirst du auch allein fertig, oder? Na, was hast du denn gedacht? Ich übernehme, Saffy Ross. Ganz wie du meinst. Große Sache. Nicht einschlafen, Herr Soldat. Aha. Den übernehme ich. Dein Auftritt. Arbeit für dich, Cloud.
Brenne! Bring wir's hinter uns! Wenn wir rennen. Das machen wir nur, wenn wir absolut müssen. Beim nächsten Mal hat das Mädchen vielleicht nicht so viel Glück. Auch gut, dann gehe ich eben vor und räume uns den Weg frei. Das schaffe ich mit links. Wollen wir hoffen. Klar doch, wir treffen uns oben.
Geht's nicht weiter. Die Brücke ist schon vor einiger Zeit eingestürzt. Komm wieder runter, ja? Geht klar. Ständig Shinra. Und ich wollte die Führung erst ablehnen. Dachte, du würdest reichen. Zum Glück habe ich mich anders entschieden. Nach dir. Gern. Yeah!
Ziemlich schwach. Alles geht. Das wäre erledigt. Natürliche Makrogase. In diesem Gebirge scheint es noch immer reiche Vorkommen zu geben. Atmet nicht zu viel davon. Auf eine Makrovergiftung kann ich verzichten, ja. Erhöhte Konzentration von Makrogasen. Liftbetrieb ausgesetzt. Die überschüssigen Makrogase müssen mit einer Luftfilteranlage abgesaugt werden. Weiter. Hier wird mir immer etwas mulmig. Einfach Augen zu und durch. Hey, ich gehe voran. Yeah!
Hoffen wir, dass er Glück hat. Kennst du den Weg? Ja. Das Dorf liegt flussabwärts, nicht weit. Wir müssen aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Ja. Werde dich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß. Das Zeug auch. Ja, ich bin ziemlich konzentriert. Seht euch vor. Marco, dieser Dichte ist gefährlich. Wir müssen hier schnell durch. Los! Lief ganz gut, oder? Marco-Quelle. Sie ist wunderschön. Oh. Ja, aber wenn wir zu viel Marco verbrauchen, dann verschwinden die Quellen irgendwann. Unsinn, wer sagt denn sowas? Papa! Und der Bürgermeister auch. Der Planet ist riesig. Marco gibt's genug, nicht? Natürliche Materie. Materia entsteht aus verdichteter Marco-Energie. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Hey, warum kann man mit Materia eigentlich zaubern? Und du willst wirklich ein Soldat sein? In den Materia
ist das Wissen des alten Volkes eingeschlossen. Mit ihm lassen sich die Kräfte des Planeten nutzen. Dieses Wissen verbindet uns und den Planeten und ermöglicht Magie. So sagt man jedenfalls. Wirklich? Magie ist echt komisch. Ich kenne einen Mann, den du damit zur Weißglut bringen würdest. Der duldet nicht mal das Wort Magie, weil es die Wissenschaft beleidigt. Wer denn? Ojo aus der Forschungsabteilung. Sein Vorgänger war ein großartiger Wissenschaftler. Ganz im Gegensatz zu ihm. Los, weiter.
Große Sache. Thank you.
Konzentration von Makrogasen. Liftbetrieb ausgesetzt. Die überschüssigen Makrogase müssen mit einer Luftfilteranlage abgesaugt werden. Seht mal, ist das der Ausgang? Wartet. Vergiss die Abwehr nicht!
Sephiroth! Das schaffe ich aber allein. War es das? Sephiroth! Ganz schön clever. Nur bis wir es runterholen. Zum Glück beherrsche ich nicht nur mein Schwert. Jetzt aber los! Geht klar! Bin so frei! Ja! Zeit für schwerere Geschütze! Übernimm! Bleib zurück! Ja! Bring es zu Ende. Gut gemacht. Hä? Jetzt mach mal halblang. Also wenn man dir so zuhört, kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Richtig, das war er auch. Der Feind des Planeten!
Diese obermiese Drecksau? Jetzt komm schon, erzähl uns gefälligst was, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Klar. Nur Geduld. Du wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drin aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Aber... Sorge du für ihre Sicherheit. Tschö. Wehe, mir passiert was. Sollten die alten Anlagen auf reduzierten Betrieb umgestellt worden sein. Die Leute im Dorf schienen davon nichts zu wissen. Was hast du von Shinra erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Kannst ja mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung. Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Das kann nichts Gutes bedeuten. Was wir hier sehen, wird unter uns. Das ist schon klar. Wenn du noch mal beten willst, dann tu's jetzt. Hier alles. Genova? Aber das war doch... Das Ventil vor der Tür. Verstanden.
Sephiroth! Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. Shinra-Wähler gegangen. Wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Falls du Sephiroth suchst, der ist gerade rausgegangen. Vielleicht ein Spaziergang? Angeblich in die Shinra-Wähler. Seit seiner Rückkehr aus dem Reaktor ist er irgendwie komisch. Ob er zu viel Mako eingeatmet hat? Bringen wir ihm mal etwas Medizin. Gebäude in Nibelheim und diente Shinra als Forschungsstätte. Man hatte sie in Shinras Anfangstagen errichtet, noch vor dem Reaktor. Die Grundstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Da wären wir. In der Villa ist es stockfinster. Der schläft bestimmt, oder? Und was, wenn er zusammengebrochen ist? Der Held Sephiroth? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich durchsuchte das ganze Gebäude, aber Sephiroth war wie vom Erdboden verschluckt.
also einen Keller? Ja, das wusste ich bis dahin auch nicht. Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen, also Genova. Eine vom alten Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lass mich bitte allein. Ab da hat sich Sephiroth im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Genova. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein könnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volks. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts, der renommierte Wissenschaftler Professor Gast, hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen.
dann hätte ich das doch vielleicht beschützen können. Obwohl, wer weiß schon. Hey, du! Stehe nicht rum! Hilf so vielen, wie du kannst! Durch, Mama. Ich hol dich. Ich bring dich hier weg! Thank you.
Ich komme zu dir. Sephiroth!